Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück in der Gran Turismo Sport Karriere, oder wie es sich hier schimpft, die GT League. Heute, Leute, heute wird es besonders, und zwar, wir haben ja den Porsche Cup mit dem Porsche 911 GT3 RS Modell abgeschlossen. Sehr erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt heißt es LMP, denn die GT3 haben wir ja momentan in Project Cars 2. Deshalb LMP, und wir haben sogar eine wunderschöne Strecke namens Nürburgring in der GP-Variante. Das heißt, wir haben die enge Schikane, nicht diese 24-Stunden-Schikane oder VLN-Schikane, wo die im dritten Gang da durchjuckeln. So, was nehmen wir für ein Auto? Ich würde ja den Audi A18 nehmen. Die nehmen wir auch, weil, naja, Langstrecke, LMP, würde ich doch schon lieber ein Audi nehmen, statt... ja gut, ich würde auch ziemlich gern mal den Mazda 787B versuchen. Aber, nee. Also hätte irgendein Rennspiel diesen originalen Mazda-Sound in Perfektion verbaut, dann würde ich Mazda fahren. Nur für dieses... Dann würde ich mir auch nur dieses eine Spiel kaufen, um Mazda zu fahren. Aber naja, gibt's nicht, geht nicht, mache ich nicht. Schade. Warte mal, was war von uns... Wie ist das Auto? LM irgendwas zahlen. Könnte das der Mazda sein? Der gleich vor uns ist, als erster Gegner? Wo sind wir denn in der Liste? Ach, gar nicht aufgeführt. Okay, wir sind ja nicht Platz 8, also schade. Wir checken nochmal schnell hier die Fahroption. Reifen hart. Und zwei Traktionskontrolle, was haben wir hier? Ja, passt, ne? Nichts aufgepimpt, so mag ich es. Schön auf Standard. So, da ist er, der Audi R18. Also, ich kann nochmal gleich die Außenperspektive zeigen. Das ist, ohne Scheiß, bis jetzt mein absolutes Dream-Auto. Das ist vom Look her, vom Statement, was er mit diesem Design ausspricht, einfach so badass. Das ist das Auto, ohne Scheiß. Ich liebe dieses Auto. Das ist mein Top 1 von der Gesamtwertung aller Fahrzeuge, die halbwegs autoähnlich aussehen. Oder das ist mein Top Number One Fahrzeug von vierrädrigen Fortbewegungsmitteln. Um das mal, ne, so mal zu formulieren. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Rennen, damit wir mit diesem sexy Auto mal unsere 400.000 Credits abholen. Oh. Ja, lieber die Reifen nicht in das wunderschöne Rasen dunkeln. Was ist das für ein Auto bei uns? Ist das ein Mazda? Das ist ein Mazda, ne? Ja, doch, ist einer. Wahnsinn, die Radkästen sind fast höher als das Cockpit, das ist so Wahnsinn. Oh, das war echt nicht gut. Komme ich mir mit meinem Ernst ein bisschen vor wie so ein Busfahrer von der Höhe, wenn man so einen Mazda neben sich hat. Das sieht gut aus, sieht gut aus. So, 1,50. Ich glaube, das geht noch besser. Von daher mal gucken wir mal, was jetzt so in der Runde geht. Oh ne, ich glaube nichts. Sind vor uns sind Leute, die sich battlen. Oh, ein Dreier-Battle. Oh, Mazda 787B. Wunderschönes Teil. Leute, falls ihr noch nie ein Mazda 787B gehört habt, ich im Real Life leider auch nicht. Und ich glaube, die Chance wird immer seltener. Außer bei diesen Track Days in Spa-Francorchamps. Wo der ab und zu mal rumjuckelt. Kann ich mal genau jetzt oben rechts in der Ecke ein Video verlinken, wo man den in so einem wunderschönen Video sieht und hört. Vor allem hört. Ohne ihn gesehen zu haben. Weil das Ding, also der Mazda, holy shit. Also, Leute, also, wenn ihr dachtet so,
Obwohl, nee, ich wollte gerade sagen, dass der sich geiler anhört als der LaFerrari FXXK Evo. Aber das ist so wie COD und Battlefield. Du kannst die beiden Autos miteinander vergleichen. Aber wie sinnvoll der Vergleich ist, ist wieder eine andere Sache. Wir sind einfach zwei verschiedene Dinger. Von daher, auf getrennten Listen sind die jeweils Platz 1, ohne sich gegeneinander zu kebbeln. Und wenn ich die trotzdem auf ein Rating bringen würde, würde ich sagen trotzdem, ey Mazda, du hast gewonnen. Weil das Auto ist älter, sieht geiler aus, hat man sogar öfters gesehen als ein Ferrari FXXK Evo. Wofür steht eigentlich FXXK, also FXX? Sieht an wie so ein Scooter-Beat, Scooter-Beat. FXX, FXX. Oh Gott, oh Gott. Ich mache mich hier nur noch zum Affen. Es ist schon wieder viel zu spät. Ich habe letztens Rocket League mit meinem Bruder und seinen Arbeitskollegen gespielt. Ich merke einfach immer wieder, wie sinnfrei es ist, mich abends an die Konsole zu setzen. Das wird nichts. Ich weiß nicht warum, aber eigentlich denkt man so, ja, Gamer, ne? So, seine Zeit ist erst, wenn die Sonne untergegangen ist. Ja, sollte man meinen. Ah, bei mir aber nicht. Wohl allgemein, ne? Den Begriff Gamer finde ich so mega dumm. Ich meine, was definiert Gamer? Dass man spielt. Oder wie? Aber wie oft muss man was spielen, um Gamer zu sein? Wenn die Mutter auf ihrem Handy Tetris daddelt, ist sie Gamerin? Wenn man auf dem Weg zur Arbeit auf dem Handy Candy Crush spielt, ist das ein Gamer? Oder muss Gamer ist Gamer so definiert, dass man, ja, weiß ich, Konsole oder PC haben muss? Aber das ist ja auch Quatsch. Was ist definiert, um ein Autofahrer zu sein? Muss ich dafür sehr viel am Tag Auto fahren? So, wenn ich einmal kurz zur Arbeit fahre, bin ich dann Autofahrer? Oder wenn ich nur einmal im Jahr Auto fahre, bin ich dann Autofahrer? Weiß ich, wie gesagt, ich bin echt kein Fan von diesem Gamer-Begriff. Ich finde es auch, man kann es auch gut abwerten benutzen, so. So, hey, ja, ich spiele halt gerne in meiner Freizeit Videospiele. Und so, ah, der ist ein Gamer. Geh weg. Ich weiß nicht, ich finde einfach, Gamer ist so ein schreckliches Wort. Sag ja auch nicht so jedem, hey, du bist ein Autofahrer, hey, du bist ein Busfahrer. Hey, du bist ein Raucher. Hey, du bist ein Fernsehgucker, hey, du bist ein Buchleser, Bücherleser, du bist ein Bücherwurm. Ich glaube, Leute, Bücherwurm, oder? Man kann ab und zu mal so Spiele spielen, oder man kann Gamer sein. Man kann Bücher lesen oder Bücherwurm sein. Aber Bücherwurm ist doch wieder so was Negatives dann, ne? Obwohl, Leute, es sind ja Bücher. Ne? Bücher sind doch nicht so schlimm, wie man es da eigentlich immer hört. Gamer heißt ja immer sofort eigentlich, ne? Wenn es Medien heißt, ja, es war ein Gamer. Dann denkt man, oh ja, die Gamer. Böse, böse. Aber wenn irgendjemand in den Medien sagen würde, ja, ne? Aber ein Bücherwurm, aber dass jetzt 300.000 Leute gekillt hat, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, es war ein Bücherwurm, das war bestimmt dann irgendwas im Kopf. Oh Leute, das ist wieder so ein Thema, da könnte man 1000 Jahre debattieren. Ne? Also, ich will jetzt keine alten Wunden aufreißen, aber die ganzen Schulattentate, ne? Heißt es ja immer bei dem, wenn man zu den Kindern ins Haus geht, die das gemacht haben, und dann so auf dem Computer mal durchcheckt, dann sieht man ja immer, aha, die haben Spiele gespielt. Das war schuld. Nee, das ist Quatsch. In einem bestimmten Alter spielt jeder Spiele. So. Und warum sind es immer gerade Spiele? So, wenn man bei solchen Schulmassakern, bei solchen Tätern ins Zimmer geht und dann, was weiß ich, Bücher findet, sagt dann keiner so, aha,
Wir haben Bücher gefunden. Genau wie bei den anderen. Die hatten auch Bücher im Zimmer. Es sind die Bücher. Nee, das sagt natürlich keiner. Ne? Ist ja, Bücher sind ja so wichtig. Aber wie gesagt, Bücher sind gut. Ne? Aber es sind halt immer so die Medien. Es sind immer halt so die Sachen. Oder es sind das Böse sind halt immer die Videogames. Weil die alten Leute, die immer die Redaktion leiten, alte Leute sind, die halt nie so was gespielt haben. Aber wie gesagt, über dieses Thema könnten wir nochmal. So, wie könnte ich ein ganzes 24-Stunden-Rennen füllen? Plus, Outlap. Das ist Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich hasse einfach den Begriff Gamer. Damit kann man mich echt jagen. Du machst also YouTube? Also bist du auch so ein Gamer? Aha. Bist also ein Fragensteller? Bist du auch so ein Schwasti? Hätte man auch antworten können. So, ne? Aber naja, Leute. Ja, ganz früh hat man noch zur Eisenbahn gesagt, so. Die Schienenkonstrukte sollte man hinter Wänden verstecken, weil es irgendeinen Geschwindigkeitsrausch bei Menschen aktivieren kann und das absolut schädlich für den Menschen ist, solche Geschwindigkeiten zu sehen und zu erleben. Ja, jetzt fährt heutzutage jeder mit dem Zug oder mit der Straßenbahn. Das muss sich halt nur etablieren. Aber das tun ja mittlerweile Videospiele. Mit den ganzen ESL-Teams, wo es um Preisgelder oder wo die Teams in Counter-Strike zum Beispiel oder League of Legends zum Teil um Preise in Millionenhöhe spielen. Was Wahnsinn ist. Deshalb, also eigentlich, ne? Die Gaming-Industrie findet so langsam Hand und Fuß. Ist auch momentan die Debatte in der Politik. So, hey, ist jetzt E-Sport, ist das jetzt ein Sport oder nicht? Rein von der medizinischen Seite wurde bestätigt, ja, das ist ein Sport, weil es die üblichen Sportanzeichen, ja, anzeigt. Nämlich höherer Blutdruck, schnelleres Herzpochern, Adrenalin wird ausgeströmt im Körper. Genauso wie halt, ja, ich sag jetzt plump, wie ein richtiger Sportler. Ne? Wie ein Fußballer, sowas. Ne? Aber wie gesagt, ich finde, ESL ist Sport. Ich meine, wenn Schach Sport ist, wenn Curling Sport ist, warum nicht ESL? Ja. Ja. Ich habe sogar ganz früh mal in Battlefield in der ESL gespielt, in der deutschen Bundesliga, in die deutsche E-Sport-Liga, Bundesliga, ich weiß nicht, wie man das da damals genannt hat. Das war noch Battlefield 4. Das Problem war nur, ich war ziemlich gut, ich bin immer noch ziemlich geil in diesem Game. Aber bin dann rausgegangen aus diesem Clan, weil es hieß so, ja, wir haben Trainingszeiten, da müssen wir dann pünktlich da sein. Immer so, was für Trainingszeiten, Leute. Ich bin fucking nochmal awesome. Und außerdem so, ich hätte auch echt Lust auf andere Spiele und naja, Trainingszeiten, wo es dann so nur so heißt so, ja, wir gucken jetzt, wie der Bullet Drop nach 100 Metern ist und wir gucken jetzt, ob man von diesem Winkel dorthin zielen kann. Ist jetzt nicht meins. Ich will auf eine Map, ich will ein Heli haben. Und ich will rasieren. Im Battlefield. Deshalb habe ich den Clan auch verlassen. Übrigens, es gab mal einen anderen Clan, wo ich rein wollte. Aber da hatte ich noch das Mono-Headset von der PS4. Die meinten dann so, ja, du bist ziemlich gut. Aber wir lassen nur Leute rein mit dem Gaming-Headset. Und du hast keins. Aber dass ich dann trotzdem noch die anderen Tage auf deren Server drauf war. Und die mit meinem plumpen Mono-Headset jedes Mal gebumst habe, interessiert die nicht. Ach ja, Leute, Battlefield 4, das war schon ein geiles Spiel.
Ich finde auch Battlefield 4 geiler als Battlefield 3. Was viele Leute nicht verstehen können, aber es ist so. Es ist einfach ein fucking awesome Spiel. Mit viel mehr individuellen Varianten, wie du dann dein Fahrzeug, Waffen designen kannst und abändern kannst von den Munitionsarten, Griff, Visiere und alles. Oh, schöner Überholmanöver am 919 Hybrid. Zum Glück nicht der Hybrid Evo. Der hat uns nämlich nass gemacht. Naja, also ich könnte mich echt... Also, Gaming-Thema ist echt so ein schönes Thema, aber... Manchmal komm ich mir vor echt wie so ein Religionsprediger. Da könnte ich echt wirklich Stunden drüber erzählen. Oh, ich bin kurz auf dem Kies gewesen, zum Glück. Ja, hat uns die Karre... Oder wurde die Karre nicht so durch den Kies destabilisiert, dass wir dann... Ich uns gedreht hätten oder so. Was ist unsere beste Zeit? 1,47,365. Okay, das schaffen wir noch besser. Oder? Ist das gut? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Bin hier noch nie eine richtig schneller gefahren. Ah, lenk doch rein, mein Junge. Oh, nicht der erste Gang. Falsch. Oh, nein, 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 wir kriegen den Schaltpunkt nicht. Fuck. Sollte eine richtig schnelle Runde werden sollen, hätte tun. Leider nicht, schade. Aber egal, wir sind P8, wir haben uns richtig schön nach vorne gekämpft. Da vorne sehen wir noch einen, aber den werden wir wahrscheinlich erst in Part Nummer 2 überholen. Aber keine Sorge, dieser Part geht noch ein bisschen. Weil, wie gewöhnlich, versuche ich eigentlich immer so an der Start und Ziel ein paar zu beenden, wenn wir mal nicht in der Box sind. Obwohl, die Boxengasse ist ja auch Start und Ziel. Dann ist ja nur leicht versetzt. Oh, vor uns ist ein Toyota. Der 2016er, oder? Was ist das da vorne? Was ist das da? Ein Marando. Ja, ist ein Toyota. Das ist, glaube ich, der 2016er. Wenn die Lackierung mich nicht anlügt. Oh fuck, okay, wir müssen leicht vor dem mittleren Schild bremsen, um hier wirklich perfekt umzukommen. Oder ich werfe noch zusätzlich einen Anker aus dem Fenster, damit wir ihn noch schneller halten. Aber egal, Leute, morgen überholen wir den Toyota vor uns. Von daher, ich bin jetzt raus, haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.